Hallöchen Freunde und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, der ein oder andere mag sich bestimmt schon fragen, hey, was denn eigentlich da beim Shadow los? Da läuft ja eigentlich nur noch Space Engineer, Subnautica und Bioshock. Ja, das liegt daran, dass es einfach momentan ein richtiges Scheißwetter ist. Es ist viel, viel, viel zu warm. Und ich so als Freund und Kind des Winters, ne, ich mag das einfach nicht. Da fehlt mir die Motivation zum Aufnehmen und ja, kennt der bestimmt der ein oder andere, wenn er dann im Hochsommer in seinem Zimmerchen sitzt und dann hast du da schon ein bisschen was über 30 Grad und dann hast du auch noch hier so einen Rechner stehen, der dir dann munter so mit 50 Grad auf die Füße pustet. Hast du halt einfach keine Lust zu. Ist halt so. Ja, und deshalb komme ich momentan nicht so zum Aufnehmen. Und habe die Motivation auch nicht dafür. Die Spiele, wo ich die Motivation noch habe, die kommen ja noch. Das ist einmal Subnautica, weil da hatte ich so viel im Voraus aufgenommen, dass das noch eine Zeit lang laufen kann. Und bei Space Engineers, da müssen wir sowieso mal ganz kurz reden. es ist ja so, dass wir jetzt da auf diesem Community-Server sind. Und man muss natürlich beachten, bei dem Community-Server, es gibt ein PCU-Limit, also ein Limit an Baublöcken, die man haben kann, als einzelner Spieler und als gesamte Fraktion. Deshalb sollte man überlegen, wenn man jetzt eine eigene Basis, ein eigenes Schiff, ein eigenes Auto, was auch immer haben möchte, ob man dann vielleicht eine eigene Fraktion mit aufmacht. Kann man sich ja dann miteinander anfreunden, ist ja kein Problem. Also sagen, nee, ich komme mit in die Fraktion und baue eine eigene Basis und ein eigenes Bohrschiff und so. Das funktioniert halt leider nicht, ne? Da müssen wir alle an einem Strang ziehen und alle quasi so an einem Gesamtprojekt arbeiten. Klar wird es ein Bohrschiff geben, klar wird es vielleicht auch ein Fahrzeug geben, aber grundprinzipiell werden wir alle zusammen an irgendetwas bauen und basteln. Jo. Wir sind ja auch schon geratet worden. Die Basis, ich war jetzt, seitdem war ich auch nicht mehr auf dem Server, weil mir halt auch einfach die Zeit fehlt, nochmal hinzugucken. Da ist unsere Basis wohl mal kräftig auseinandergenommen worden von irgendjemanden, der neidisch ist auf unsere Basis natürlich. Deshalb werde ich es so machen, ich werde keine Koordinaten mehr irgendwie preisgeben. Zumindest in den Aufnahmen. Und da wollte ich euch auch bitten, wenn ihr irgendwo Koordinaten habt, schreibt die mal nirgendwo öffentlich, weil da kannst du sicher sein, dass da irgend so ein Hiopai dann in der Gegend herumsuchen wird und versuchen wird, unsere Basis nochmal dann auseinanderzunehmen. Und deshalb werden wir auch eine mobile Basis bauen. Da sind wir weniger angreifbar. Jo. Das soll es erstmal gewesen sein zu dieser ganzen Thematik. Wann das hier wieder so komplett losgeht, so von wegen, es kommt an dem Tag Minecraft, an dem Tag Subnautica und so weiter und so fort, das kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, momentan mit dem Wetter bin ich sehr, sehr unzufrieden. Ich möchte es wieder kalt haben, ich möchte wieder Schnee haben, weil dann kannst du nämlich schön gemütlich hier drin sitzen und kannst du aufnehmen und blablabla und was nicht alles. Und so bei dem Wetter kann ich das einfach nicht. Jo. Gut, Freunde. Dann wünsche ich jedem da draußen, der das möchte, ein fröhliches Schwitzen. Habt viel Spaß in der Sonne, wenn ihr das wollt. Und ja, wir sehen uns dann quasi demnächst wieder. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und tschüssikowski.